Ja, moin, hallo Leute, ich bin es schon wieder, euer Thorsten aus Weiß nichts Welt. Und ich weiß, vielleicht nerv ich euch schon langsam, aber es tut mir auch leid. Ich habe gerade ein Video hochgeladen, online gestellt und dann drängt sich mir schon das nächste Thema auf. Ich möchte mich ganz kurz aber nochmal, das habe ich vorhin nämlich vergessen, beim Carsten bedanken, der mir über PayPal, der Link ist ja in der Videobeschreibung, ein kleines Geschenk geschickt hat, eine kleine Spende, ein kleines Geschenk. Ich danke dir, Carsten. Gut, also worum geht's jetzt? Es geht um das Jahressteuergesetz. Und eine überraschende Wendung im Jahressteuergesetz. Wir haben ja darauf gewartet, wegen der Mehrwertsteuerbefreiung und der Einkommensteuerbefreiung für Anlagen bis 30 Kilowatt Peak. Und was haben wir nicht alle dem Herrn Mücke, unserem lieben, sympathischen YouTube-Steuerberater für PV-Anlagenbesitzer zugehört in den letzten Wochen? An jedem Sonntag über Investitionsabzugsbeträge und AFA, also Abschreibung und. Und auch ich habe überlegt gehabt, da ja jetzt meine neue PV fertig ist, könnte ich die ja noch in 2022 maximal abschreiben. Nächstes Jahr wäre es dann rum. Aber sozusagen hätte ich ja dieses Jahr noch die Abschreibung geltend machen können. Dafür habe ich morgen einen Steuerberatertermin. Ja, das können wir jetzt wohl knicken. Und zwar ist es Folgendes passiert. Also, ich wollte das eigentlich auch nur ganz kurz machen, das Video. Ich muss gleich noch was anderes machen. Die haben jetzt die Anlagen auch schon für 2022, also rückwirkend ab dem 1.1. steuerbefreit. Das heißt, dieses Jahr ist Photovoltaik, also alles, was für 2022 ist, wenn ihr eure Steuererklärung dann irgendwann demnächst im nächsten Jahr macht. In 2022 werden alle PV-Anlagen bis 30 Kilowatt Peak steuerlich nicht mehr behandelt. So, das ist ja eigentlich in dem Sinne für einige vielleicht sogar positiv, die eine etwas ältere Anlage haben. Blöd ist es für die, die jetzt, wie gesagt, gerade akut gebaut haben und noch was abschreiben wollten, wie ich. Und ja, wie gesagt, Investitionsabzugsbeträge für Bauten in 2022 kann man dann für 2021 auch nicht mehr geltend machen. Davon ist wenigstens auszugehen. Herr Mücke, falls Sie es sehen, bitte korrigieren Sie mich, wenn es falsch ist. Ich muss also insgesamt sagen, für mich so ein kleiner Schuss in den Ofen, für einige vielleicht auch nett. Aber gut, da müssen wir dann jetzt irgendwie auch durch. Ihr könnt ja mal, wie immer, unter das Video schreiben und kommentieren, ob es euch betrifft, wie es euch betrifft, ob ihr jetzt bei den 2022 Bauern waren, die noch eventuell ein bisschen was hätten abschreiben wollen, oder ob ihr sowieso erst in 2023 die Anlage fertig habt und dann bezahlt, weil ihr mit den Steuern gar nichts mehr zu tun haben wolltet. Oder. Und ja, wie soll ich sagen, wenn euch meine kleinen News gefallen, ich euch nicht zu sehr auf die Nüsse gehe, wenn ich so viele Videos mache, ich meine, das sind ja jetzt doch ein bisschen viele, dann abonniert den Kanal, gebt dem Video einen Daumen hoch oder auch runter, wenn ihr sagt, das ist ja alles ganz blöd, was der erzählt. Denn ihr wisst ja, abonnieren, glockieren, kommentieren, diskutieren, teilieren, detaillieren, abschmieren, das, ihr wisst, immer machen, ne? Genau. In diesem Sinne gehe ich euch jetzt nicht mehr weiter auf die Nuss und verabschiede mich und wünsche euch noch einen schönen Abend. Morgen kommt, ich glaube am Nachmittag, dann mein Ertragsvideo, das ich eigentlich die ganze Zeit schon drehen wollte. Da gehe ich jetzt gleich bei. Und in diesem Sinne sehen wir uns also morgen auch schon wieder. Ciao, ciao.